Freitag, der 21. März 2014. Sehr geehrte Zuschauer, schön, dass Sie eingeschaltet haben und wieder mit dabei sind, wenn es hier heißt, herzlich willkommen zum Regionalmagazin im Elbe-Kanal. Natürlich haben wir zum Wochenende auch wieder interessante Themen für Sie vorbereitet. Wir besuchten das Amäus-Klinikum und waren natürlich mit dabei, als die Elbe ihren Platz auf dem Schönebecker Marktbrunnen verlassen hat, heute Vormittag. Mehr natürlich im Verlauf der Sendung. Diese Themen sind heute mit dabei. Angst nehmen. Kita Sonnenblume zu Gast im Amäus-Klinikum Schönebeck. Umfrage. Wie die Schönebecker den Frühlingsanfang erleben. Und Demontage. Schönebecker Marktbrunnen für die Sanierung abgebaut. Am heutigen Freitagvormittag gab es viele staunende Gesichter. Das Ganze auf dem Marktplatz hier in Schönebeck, denn zahlreiche Unternehmen waren damit beschäftigt, den Marktbrunnen auseinanderzunehmen. Dieser wird nun endgültig saniert. Wir waren natürlich vor Ort, um Ihnen die ersten Bilder von der Demontage hier bei uns zu zeigen. Natürlich werden wir weiter vom Geschehen zur Sanierung des Marktbrunnens berichten. Wir werden die Firmen besuchen, welche damit beauftragt sind, um Ihnen dann hier immer wieder aktuelle Baustandsinformationen zu präsentieren. Jetzt präsentieren sich zwei unserer Werbepartner in einem ganz kurzen Werbeblock. Danach gehen wir zusammen mit der Kita Sonnenblume in das Amäus-Klinikum. Was dort gezeigt und erlebt wurde, das sehen Sie gleich nach der Werbung. Schurreisen, Ihr preiswerter Reiseanbieter für Busreisen in Europa. Eine Kurzreise gefällig? Dann kommen Sie mit mir im 4-Sterne-First-Class-Bus nach Rostock. Nach einem Zwischenstopp bei der Wiesmarer Hanse-Sektkellerei geht es direkt in das 4-Sterne-Hotel Steigenberger, welches sich im Zentrum neben dem Rathaus am Neuen Markt befindet. Stadtrundgang durch Rostock, eine Schifffahrt nach Warnemünde und ein Erholungstag im Wellnessbereich des Hotels gehören ebenfalls zu den Angebotshöhepunkten. All unsere Reisen im 4-Sterne-Hotel und im 4-Sterne-First-Class-Bus. Weitere Informationen finden Sie unter www.schur-reisen.de. Schurreisen, wir freuen uns auf Sie. Hallo? 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 Sie sehen gut, aber hören Ihr Umfeld schlecht? Bei uns in der Friedrichstraße 54 bekommen Sie das digitale Hörgerät zum Nulltarif. Dank 3 Hörprogrammen, mindestens 4 Kanälen, Störschallunterdrückung und der 2-Mikrofon-Technologie ist das Gerät optimal für Sie. Wiechert Optik und Hörgeräte ist der Lieferant aller Krankenkassen. Kommen Sie noch heute vorbei und überzeugen sich von unserem freundlichen und kompetenten Personal. Oder vereinbaren Sie telefonisch einen Termin unter 03928 840 317. Wir freuen uns auf Sie, Ihre Linda Kossack und Ihr Frank Wiechert. Zurück aus der Werbung geht es nun in das Amäus-Klinikum. Dort machte die Kita Sonnenblume eine Stippvisite, um einfach mal den Kindern zu zeigen, was bedeutet denn der Besuch beim Arzt bzw. was wird denn alles bei solch einem Termin gemacht. Angst vor dem Arzt. Es gibt viele Menschen, die sich genau in diese Situation hineinversetzen können. Sobald man das Behandlungszimmer betreten hat, hofft man, so schnell es geht, hier wieder rauszukommen. Genau diese Ängste wollte die Kinderklinik, das Amäus Krankenhaus in Schönebeck, den Vorschulkindern nehmen. Am 20. März dieses Jahres kam die Kindertagesstätte Sonnenblume zu Besuch, um die Klinik besser kennenzulernen. Natürlich sollten auch Ängste genommen werden. Die Ärzte und Schwestern des Klinikums haben sich im Vorfeld so einige Gedanken zur Gestaltung dieses Tages gemacht. Ja, grundsätzlich sind Kinder natürlich unheimlich wissbegierig, gerade so im Vorschulalter, und begucken sich gerne alles ganz genau, wollen alles wissen. Aber der besondere Grund ist natürlich auch, dass wir versuchen, den Kindern auf diese spielerische Weise ein bisschen die Angst vor der Kinderklinik bzw. überhaupt vor ärztlichen Untersuchungen und Maßnahmen zu nehmen, indem wir möglichst realistisch versuchen nachzubilden, wie die Abläufe sind, was untersucht wird, was dann erfolgt, damit die Kinder so ein bisschen wissen, wo es lang geht, und das nimmt ihnen eigentlich schon sehr die Angst. Und so ganz nebenbei macht es natürlich sowohl den Kindern als auch uns einen riesengroßen Spaß.
An diesem Tag sollte Medizin auf spielerische Weise an die Kinder herangeführt werden. Dazu haben die Kinder ihre Lieblingspuppen und Teddys mitgebracht. Mit Hilfe dieser kleinen Patienten sollte gezeigt werden, dass ein Besuch im Krankenhaus nicht unbedingt etwas mit Schmerzen zu tun haben muss. Es gibt sogar viele Untersuchungen, die für Kinder sehr interessant sind. Welche Untersuchungen Kinder im Allgemeinen am meisten fürchten, hat uns die Chefärztin etwas genauer verraten. Das ist unterschiedlich. Das hängt auch mit den Erfahrungen der Kinder zusammen. Ich denke natürlich, die meisten Kinder haben Angst vor Spritzen oder Infusionen. Aber es gibt eben auch Kinder, die einfach erstmal die Tatsache bedrohlich finden, dass sie nicht genau wissen, was mit ihnen passiert und haben dann schon Angst vor der normalen Untersuchung, vom Ultraschall. Und die meisten Dinge, die man im Krankenhaus tut, sind ja nicht mit Schmerzen oder unangenehmen Dingen verbunden, sondern die meisten sind ja wirklich für die Kinder geradezu unterhaltsam. Nach der Besichtigung von Patientenzimmer, Untersuchungszimmern und natürlich dem Spielzimmer wurden die mitgebrachten Krankenpüppchen und Teddys untersucht und behandelt. Anschließend durften die Kinder selbst mal in die Rolle der Ärzte schlüpfen und ihre mitgebrachten kleinen Patienten selbst verarzten. Für alle Kinder war es ein interessanter und vor allem informativer Tag. Ja, wir versuchen zum einen den Kindern natürlich erstmal hier die Kinderstation zu zeigen, dass das nicht irgendwie ein unbekanntes Gebiet ist, sondern dass sie schon so wissen, wo was ist, wie die Kinderzimmer aussehen und so weiter, dass eben auch die Schwestern die Ärzte sehen. Und insbesondere versuchen wir dann natürlich einzelne Untersuchungen durchzuführen, zum Beispiel einen Ultraschall. Das ist für die Kinder sehr spannend zu sehen, wie sich Organe bewegen im Körper und dass das überhaupt nicht wehtut. Und zum anderen demonstrieren wir natürlich an den kranken Teddys und Puppen dann auch, wie so eine Untersuchung vonstatten geht, was man sich anguckt, wo man hört bei bestimmten Symptomen. Und die Kinder dürfen das dann auch selber mal probieren und sehen also das Abhören und Bauch abtasten und so weiter überhaupt nicht schmerzhaft ist und dass man noch richtig was dabei lernen kann. Die Kinderklinik hat das Gütesiegel ausgezeichnet für Kinder. Dieses Siegel zeigt, dass alle Qualitätsvorgaben ausnahmslos erfüllt werden. Um dies auch den Vorschulkindern in Schönebeck und den Stadtteilen zu zeigen, besteht die Möglichkeit, sich mit dem Amäus-Klinikum in Verbindung zu setzen. Die Ärzte und Schwestern sind gern zu einem Informationstag bereit. In unseren heutigen Kurznachrichten können wir wieder gratulieren, zum einen zur Diamanten Hochzeit, aber auch zu den Gewinnern des Pokal- und Familienschießens. Mehr Informationen und weitere jetzt in unseren Kurznachrichten. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Zu einer Vertragsunterzeichnung kam es am 19. März dieses Jahres im Amäus-Klinikum in Schönebeck. Der Vertragspartner ist die Sekundarschule am Lerchenfeld. Es wurde vorher überlegt, wie das Klinikum die Schülerinnen und Schüler unterstützen kann. Die Schüler bekommen ein Angebot von Praktikumsplätzen. Es werden die Bewerbungsunterlagen gesichtet und eventuell Ratschläge gegeben. Und es werden freie Plätze für interessierte Jugendliche zum Zukunftstag vorbehalten. Außerdem gibt es die Möglichkeit, hinter die Kulissen des Klinikums zu schauen, zum Beispiel am Tag der offenen Tür. Der Schulleiter Herr Gröber und der Krankenhausdirektor Guido Lenz waren erfreut über die Vertragsunterzeichnung. Wie das Sachgebiet Straßenverkehr mitteilt, kommt es zu einer Gesamtsperrung des Verkehrs in der Burgstraße auf Höhe der Einmündung Breiteweg. Aufgrund von Abrissarbeiten kommt es zu Verkehrseinschränkungen vom 19. bis zum 28. März dieses Jahres. Es wird um Beachtung und um Ihr Verständnis gebeten. Die Bauarbeiten an der Kreuzung Wilhelm-Helge-Straße, Stadionstraße sorgen seit Wochen für große Probleme. Wegen dieser Arbeiten ist es bereits zu einem Kundenverlust bei den Einzelhändlern in und um den Salzer Park gekommen. Bei der letzten Bauberatung wurde eine fehlende Ausschilderung als ein Problem gemeldet. In dieser Woche wurden in der Stadt mehrere Umleitungsschilder aufgestellt, die Ortsfremde ganz leicht zum Salzer Park führen sollen. Am 15. März dieses Jahres fand das 10. Familienschießen der Schützengilde Hubertus in Eggersdorf statt. Der Verein konnte an diesem Tag die Freude an dem Sport an viele Leute weitergeben. Die Pokalübergabe zum Schießen fand am 20. März im Vereinshaus statt. Insgesamt hatten 25 Familien teilgenommen. Den ersten Platz belegte Familie Schwenke aus Großmühlingen, den zweiten Platz Familie Milius aus Eggersdorf und den dritten Platz Familie Rode ebenfalls aus Eggersdorf.
Seit 1993 wird der Weltwassertag jährlich am 22. März begangen. Die Stadtwerke Schönebeck halten aus diesem Anlass aktuelles Informationsmaterial rund um das Thema Trinkwasser, Wasserqualität und Wasserkennzahlen im Stadtwerkehaus bereit. Schönebecker sind treue Seelen. Diese Vermutung liegt nahe, denn wie schon in der letzten Woche können wir auch heute einem Ehepaar zur diamantenen Hochzeit gratulieren. Seit dem 20. März 2014 sind Manfred und Ruth Hansche 60 Jahre verheiratet. Im Namen der Stadt Schönebeck überreichte die stellvertretende Bürgermeisterin Gisela Schröder einen Blumenstrauß und die Ehrenurkunde des Landes Sachsen-Anhalt. Ihr Geheimrezept verriet das rüstige Ehepaar auch. Viel Lachen und am Wochenende eine gute Flasche Rotwein. Auch der zahlreiche Nachwuchs hält Ruth und Manfred Hansche jung. 5 Kinder, 10 Enkel und 10 Urenkel gehören inzwischen zur Familie. Ein weiterer Urenkel ist bereits im Anmarsch. Auch der Elbe-Kanal gratuliert an dieser Stelle dem Jubelpaar recht herzlich. Wie das Sachgebiet Straßenverkehr mitteilt, kommt es zu einer Gesamtsperrung des Verkehrs in der Johannes-Erbecher-Straße auf Höhe der Einmündung am Stadtfeld. Aufgrund von Pflasterarbeiten kommt es zu Verkehrsbeschränkungen vom 24. bis 27. März dieses Jahres. Es wird um Beachtung und um Ihr Verständnis gebeten. Der städtische Bauhof bietet wieder die Möglichkeit der kostenlosen Entsorgung von Grünschnittabfällen an. Vom 19. März bis zum 26. April kann der Grüngutschnitt, das heißt Rasenschnitt, Zweige und Laub, in einem vom Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises zur Verfügung gestellten Container auf dem Betriebsgelände Dammweg 22 in Schönebeck jeweils mittwochs von 15 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr entsorgt werden. Die Entsorgung von Bauabfällen und Schrott ist jedoch strengstens untersagt. Die Stadt Schönebeck veräußert am Dienstag, dem 1. April 2014 im Breiteweg 18 in der Zeit von 16 bis 18 Uhr 9 Pfundfahrräder. Im Einzelnen werden 5 Damenfahrräder, ein Herrenrad, ein Mountainbike und 2 Trekkingfahrräder angeboten. Jedes Pfundfahrrad ist mit einer laufenden Nummer und dem Preis versehen. Der Preis ist vor Ort und in bar zu entrichten. Der Erwerb des Pfundfahrrades wird durch einen Kaufvertrag dokumentiert. Ein Versand ist nicht vorgesehen. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Sind Sie schon gespannt, ob Sie eine dieser CDs gewonnen haben? Dann sollten Sie dranbleiben, denn nach der Werbung geht es unter anderem mit den Gewinnern unserer Medium der Woche Aktion weiter. Wir möchten natürlich die Veranstaltungstipps präsentieren. Auch hier warten ebenfalls Freikarten auf Sie und das Wetter. All das ist mit dabei, gleich nach der Werbung. Frische und Qualität erhalten Sie bei der Fleischerei Reiske in der Schillerstraße 17. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf. Unsere Angebote in dieser Woche: frische Rippchen 100 Gramm zu 25 Cent, Kassler Nacken 100 Gramm zu 45 Cent, Schinken Eisbein 100 Gramm zu 27 Cent, Gyros 100 Gramm zu 55 Cent und Kassler Rippchen 100 Gramm zu 25 Cent. Seit 19 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske. Ostern steht vor der Tür. Entdecken Sie die neuen Osterkollektionen von Villeroy und Boch, Göbel und Hutschenreuther. Faszinierende Osterwelten bei Kils. Ambiente für Tisch und Küche am Markt 4 bis 5. Sie möchten sich in den kommenden Jahren nicht mehr mit den schwankenden Strompreisen beschäftigen? Seit dem 1. Juni 2012 können Sie mit SWS Transparent Strom langfristig planen und werden zu günstigen Konditionen beliefert. Wir bieten Ihnen unsere Strompreisgarantie auf den stabilen Stadtwerkeanteil, wahlweise bis 2014 oder 2015. Ausgenommen sind die Anpassungen der staatlichen Abgaben aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, die § 19 Strom-NEV-Umlage und die Offshore-Haftungsumlage. Zusätzlich bieten wir Ihnen einen Laufzeitrabatt für das jeweilige Produkt. Maximal 0,714 Cent je Kilowattstunde.
bei Vertragsabschluss mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2015. Denken Sie heute schon an morgen. Für unser neues Produkt SWS Transparenzstrom können Sie zusätzlich die Option Ökostrom wählen. Hier erhalten Sie Ihren Strom aus 100% erneuerbaren Energien aus Wasserkraft. Der Arbeitspreis erhöht sich für unser Ökostromprodukt nur um 0,75 Cent je Kilowattstunde. Haben Sie noch Fragen? Wir begrüßen Sie gerne im Stadtwerkehaus in der Friedrichstraße 117 in Schönebeck oder beraten Sie telefonisch unter 03928 788 688. Weitere Informationen finden Sie im Web unter stadtwerke-schönebeck.de. Frühlingssaison im Blumenhaus Hesse. Auch in diesem Jahr möchte Sie das Blumenhaus Hesse herzlich willkommen heißen. Erfreuen Sie sich an den Düften des Frühlings. Egal ob Primeln, Narzissen, Vergissmeinnicht, Tausendschön, Hornveilchen und Stiefmütterchen. Jetzt neu in unserem Sortiment erhältlich sind modische Accessoires, Tücher, Schals und hübscher Modeschmuck. Bei uns finden Sie alles in großer Auswahl und bester Qualität. Seien auch Sie mit dabei in Ihrem Blumenhaus Hesse. Ich gehe kicken beim Schönebecker SV 1861. Wir gehen ins Konzert zur Mitteldeutschen Kammerphilharmonie. Wir gehen zum Treff zum Schreien. Wir gehen zur AWO Kindertagesstätte. Ob Kultur, Sport oder Soziales, die Erdgas Mittelsachsen GmbH ist für Sie immer ein zuverlässiger Partner. Danke, EMS. EMS, Energie mit Service. Erdgas und Strom sind unser Geschäft. Jetzt anrufen und sparen. Hallo? 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 Sie sehen gut, aber hören Ihr Umfeld schlecht? Bei uns in der Friedrichstraße 54 bekommen Sie das digitale Hörgerät zum Nulltarif. Dank 3 Hörprogrammen, mindestens 4 Kanälen, Störschallunterdrückung und der 2-Mikrofon-Technologie ist das Gerät optimal für Sie. Wiechert Optik und Hörgeräte ist der Lieferant aller Krankenkassen. Kommen Sie noch heute vorbei und überzeugen sich von unserem freundlichen und kompetenten Personal. Oder vereinbaren Sie telefonisch einen Termin unter 03928 840 317. Wir freuen uns auf Sie, Ihre Linda Kossack und Ihr Frank Wiechert. Schulreisen. Ihr preiswerter Reiseanbieter für Busreisen in Europa. Eine Kurzreise gefällig? Dann kommen Sie mit mir im 4-Sterne-First-Class-Bus nach Rostock. Nach einem Zwischenstopp bei der Wiesmarer Hanse-Sektkellerei geht es direkt in das 4-Sterne-Hotel Steigenberger, welches sich im Zentrum neben dem Rathaus am Neuen Markt befindet. Stadtrundgang durch Rostock, eine Schifffahrt nach Warnemünde und ein Erholungstag im Wellnessbereich des Hotels gehören ebenfalls zu den Angebotshöhepunkten. All unsere Reisen im 4-Sterne-Hotel und im 4-Sterne-First-Class-Bus. Weitere Informationen finden Sie unter www.schur-reisen.de. Schurreisen. Wir freuen uns auf Sie. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, damit alle Zuschauer wissen, wie gut und günstig sehr gute Qualität sein kann. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Sonnig-Gelb, so kommt sie daher, die CD The Dome 69, unser Medium der Woche, welches Sie in dieser Woche hier bei uns gewinnen konnten. Ganz, ganz viele Zuschriften haben uns erreicht, sowohl per E-Mail als auch per Telefonanruf. Alle haben Sie die richtige Lösung gewusst. Die Rede ist natürlich vom Frühlingsanfang gewesen. Wer denn diese CD gewonnen hat, sehen Sie unten eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch. Sie dürfen sich über diese CD freuen und sie bei uns in der Bahnhofstraße 5 abholen.
Da es anscheinend ganz, ganz viele von Ihnen gab, die diese CD gewinnen wollten, haben natürlich ganz, ganz viele beim Gewinnspiel mitgemacht. Somit haben wir uns dazu entschieden, diese CD noch einmal zum Medium der Woche zu machen, dass Sie noch einmal die Möglichkeit haben, sollte es heute mit dem Gewinn nicht geklappt haben, diese CD hier bei uns doch noch zu gewinnen. Also unser neues Medium der Woche, The Dome Volume 69. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Die Chartparty der Megastars feiert mit 44 überragenden Top-Hits auf zwei CDs die neue The Dome Volume 69. Ob zum Chillen oder Tanzen, findet hier jeder die passende musikalische Begleitung durch den Frühling. The Dome 69 präsentiert die aktuellen Chart-Hits aus Dance, Pop und Rock. Pharrell Williams macht dich mit seinem Nummer 1-Hit so richtig happy. Und Revolverheld sorgt mit Ich lass für dich das Licht an für Gänsehaut. Mr. Props Waves ist nicht nur ein genialer Clubhit, sondern schickt sich an, die neue Nummer 1 der Charts zu werden. Mit von der Partie sind Calvin Harris, Olly Murs, Martin Garrix, Bastille, Imagine Dragons, Sido und Materia. Natürlich darf auch Trejoli aus Berlin Tag und Nacht mit Bo nicht fehlen. Als besonderer Bonus findet ihr auf The Dome Volume 69 den Tiësto Club Mix von Pitbulls Timber. Der Frühling kann kommen mit The Dome Volume 69 als Medium der Woche. You know the party don't stop till 6 in the morning. We done. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Sollten Sie diese CD gewinnen möchten, dann machen Sie doch am Gewinnspiel mit. In der kommenden Woche, in der Montags- und Mittwochsausgabe, stelle ich dann eine Frage, welche Sie richtig beantworten müssen. Die zurückliegende Frage, die richtige Antwort dafür war natürlich Frühlingsanfang. Das Ganze am 20. März. Viele von Ihnen haben das gewusst. Und genau zu diesem Thema waren wir auch in Schönebeck unterwegs und wollten bei herrlichstem Sonnenschein einfach mal wissen, was bedeutet für die Schönebecker Frühling, beziehungsweise was machen Sie, wenn die Temperaturen jetzt schon so angenehm warm sind. Das Wetter machte am gestrigen Frühlingsanfang dem Anlass alle Ehre. Bei Temperaturen von bis zu 21 Grad Celsius und strahlendem Sonnenschein war vielen Schönebeckern die gute Laune anzusehen. Wer sich am Montag noch nicht kurzärmlich aus dem Haus traute, musste sich spätestens zur Mittagszeit seiner Jacke entledigen. Zum Frühlingsbeginn kann sich die Kleiderauswahl immer mal wieder von einem Tag auf den anderen ändern. So wie unsere Gesprächspartner zum Zeitpunkt des Interviews gekleidet waren, konnten sie am Tag zuvor noch nicht das Haus verlassen, oder? Nee, ich hatte noch eine Jacke drüber. Nee. Noch ingepackt, Hose, Jacke. Nein, gestern musste man eine warme Jacke anziehen. Da war es ein bisschen frisch, langärmlich und Schal, Jacke. In erster Linie wollten wir von den Schönebeckern aber wissen, ob ihnen der Beginn der lauen Jahreszeit bewusst war und welche Reaktionen das schöne Wetter bei ihnen ausgelöst hat. Unsere erste Frage konnte jeder Interviewpartner schon mal korrekt beantworten. Sie lautete, wissen Sie, welcher Tag heute ist? Ja, heute ist Donnerstag. Donnerstag? Heute ist Donnerstag, der 20. März. Ja, Donnerstag. Donnerstag.
Donnerstag. Ja, heute ist Donnerstag. Ja, genau. Ja, heute ist Donnerstag. Wochentagtechnisch ist der Schönebecker also immer auf dem neuesten Stand. Unsere zweite Frage nach dem besonderen Ereignis des 20. März bescherte den meisten dann auch sofort ein Aha-Erlebnis. Dass am 20. März auch der internationale Tag des Glücks gefeiert wird, wusste zumindest eine Dame. Andeutungsweise. Heute ist Tag des Happiness, glaube ich. Mit dem Tag des Glücks, oder wie der Engländer sagt, Day of Happiness, soll die Bedeutung des Strebens nach Glück und Wohlbefinden bewusst gemacht werden. Aber natürlich zielte unsere Frage auf den Frühlingsanfang ab und aufgrund des schönen Wetters war deutlich zu sehen, dass der Tag des Glücks und der Frühlingsanfang durchaus harmonieren können. Und Frühlingsanfang, wie man sieht. Frühlingsanfang. Ja. Frühlingsanfang. Frühlingsanfang. Stimmt, heute ist ja Frühlingsanfang. Ja, schön warm, die Sonne scheint. Natürlich wollten wir wissen, zu welchen Aktivitäten sich unsere Schönebäcker aufgrund der warmen Temperaturen hinreißen lassen. Die Antworten waren so vielfältig und bunt wie die ersten Frühlingsblumen. Auf alle Fälle das Wetter genießen, heute Nachmittag noch mit dem Hund rausgehen und ein bisschen Frühjahrsputz zu Hause machen. Man kann natürlich heute schon kurze Sachen anziehen. Wir haben gerade bei Schuhen geguckt, offene Schuhe, was man so tragen kann. Und vielleicht noch grillen heute Abend. Ja, raussehen, Sonne genießen, unterwegs sind. Gerade wir haben auch eine Tochter. Nachher schön raus, Luft, Sonne genießen. Alles auf dem Spielplatz. Ja. Ja, dadurch, dass ich heute frei habe, habe ich gedacht, treffe ich mit einer Freundin. Gehen zusammen hier schön an der Elbe. Vielleicht nachher noch ein Eis essen, das Wetter genießen. Und gucken, was der Tag noch bringt. Die Tage zuvor war es ja nicht so schön und heute kann man in Bummeln gehen und so mal wieder raus in die Sonne. Ja, ich denke, wir machen zwei Zeiten Feierabend. Ja, der Garten lockt, vielleicht noch zwischendurch ein Eis essen, die Frühlingsblumen gucken, die Hacke schwingen. Ja, das ist das, was mir Spaß macht bei dem Wetter, raus im Garten. Was kann man Besseres eigentlich machen an so einem schönen Wetter? Liegestuhl rausholen, gleich die Liege fertig machen, die Polster drauf auf der Hollywood-Schaukel. Vielleicht noch ein Grillerchen heute Abend. Ja, ich denke mal, das wird ein schöner Abschluss zum Frühlingsanfang. Wenn dir das Wetter so bleibt, morgen soll es ja auch noch mal einigermaßen schön sein. Wochenende wieder Regen, pünktlich frei, kein schönes Wetter. Ja. Naja, aber wir haben ja einen zeitigen Frühling dieses Jahr. Vorher um die Zeit haben wir noch Schnee gefegt, das Auto freigeschoben. Da war es nicht so schön. Und wir genießen jetzt jeden Sonnenstrahl. Wir haben ja schon seit Februar sehr viel Sonne, sind auch schon seit Februar sehr verwöhnt. Ja, aber ich denke mal, heute ist der wärmste Tag. Und da sollte man nicht drin sitzen. Man sollte jede Zeit nutzen, rausgehen, Sonne genießen, die ersten Sonnenstrahlen haschen, Solarium einsparen. Auch wenn es zum Wochenende wieder wechselhafter werden wird und die Temperaturen nicht mehr die Höchstwerte vom Frühlingsanfang erreichen werden, so hat der Frühling doch nachdrücklich seine erste Visitenkarte in Form von Sonne und Wärme abgegeben. Die Natur wartet wieder mit mehr Farbe und mehr Duft auf. Ein gelungener Auftakt für einen traumhaften Frühling? Es bleibt abzuwarten, was der April dazu zu sagen hat. Warme Temperaturen und Sonnenschein, dieses Wetter wird definitiv wieder zurückkommen, nur das Wochenende wird jetzt ein wenig trüber. Davon lassen wir uns jedoch nicht beirren, es warten natürlich zahlreiche Veranstaltungen auf Ihren Besuch. Welche mit dabei sind und für welche es Freikarten gibt, das gibt es jetzt zu sehen. Am Freitag, dem 21. März, sowie am Samstag, den 22. März, findet im Schönebecker Stadtpark in der Friedrichstraße die 26. Baby- und Kinderartikelbörse statt. Von 14 bis 17 Uhr und am Freitag von 10 bis 12.30 Uhr können Spielzeuge und Kleidung erworben werden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter babybörse-sbk.de.to. Die Naturschutzbehörde des Salzlandkreises hat in den letzten Tagen die Amphibienzäune aufgebaut, da bei den derzeitigen milden Temperaturen mit Wanderungen von Fröschen, Molchen und Kröten zu rechnen ist. So auch an der Kreisstraße nach Anis. Der NABU lädt alle Helfer zur Aktion Krötentaxi ein. Es findet am 22. und 23. März und auch am 29. und 30. März jeweils ab 9 Uhr statt. Treffpunkt ist am Amphibienzaun an der Kreisstraße nach Anis. Was macht der Pförtner des Kanzleramtes, wenn er allein zu Hause ist?
Schneidet er sich die Zehennägel? Lässt er sich mittels Fernbedienung die Poller Ballett tanzen? Durchleuchtet er sich selbst im Nacktscanner? Falsch. Er regiert. Und zwar durch. Er schreitet mit dem Diktator von Absurdistan die Ehrenkompanie ab, scheißt den Kanzleramtsminister mehrmals am Tag zusammen und sagt in Politlabor-Shows nichts, aber formuliert es treffend. Der Kabarettist Lothar Bölk alias Pförtner im Fernsehkabarett Kanzler am Forte D stellt sich in seinem neuen Bühnenprogramm als eben der Pförtner selbst im Dienst als Kanzler. Lothar Bölk, der Louis Define des deutschen Kabaretts, steckt im Kanzleramt zwischen Tür und Angela. Karten für dieses unterhaltsame Programm gibt es ab sofort in den Stadtinformationen am Markt 21, am Soloturm im Kurpark sowie an der Abendkasse. Im Salzlandmuseum in der Pfennerstraße 41 gibt es am 23. März wieder die Möglichkeit, alte Gegenstände begutachten und schätzen zu lassen. Von 9 bis 12 Uhr sehen sich Experten die mitgebrachten Objekte an und versuchen, diese zeitlich und kulturhistorisch einzuordnen. Bei einem größeren Gegenstand ist eine Grobeinschätzung mittels eines Fotos möglich. Anfragen sind möglich unter folgenden Telefonnummern 03928 69417 oder 403267. Die Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Schönebeck findet am Donnerstag, dem 27. März um 19 Uhr in der Gaststätte Maxim in der Maxim-Gorki-Straße 1a in Schönebeck statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Neuwahl des Jagdvorstandes. Die Eigentümer bejagbarer Grundstücke in den Gemarkungen Schönebeck, Salzelmen, Frohse und Felgeleben sowie der Flur 1 der Gemarkung Pömmitte sind dazu recht herzlich eingeladen. Am Samstag, dem 29. März, bietet das Armeos Klinikum Schönebeck allen Interessierten einen medizinischen Informationstag an. Das Thema an diesem Tag: Probleme mit dem Darm. Wer mehr erfahren möchte, kann sich ab 10 Uhr im Speisesaal des Klinikums Informationen über Erkrankungen und Therapiemöglichkeiten bei einer Messung oder an den aufgebauten Ständen holen. Der jährliche landesweite Elberadeltag zur Eröffnung der Radsaison auf dem Elberadweg in Sachsen-Anhalt findet in diesem Jahr am 4. Mai 2014 statt. Nach dem Start von verschiedenen Standorten der Region treffen die Teilnehmer bis 11.30 Uhr in Griemschleben ein. Start in Schönebeck ist um 9 Uhr auf dem Parkplatz am Supermarkt des Schwarzen Weges. Organisiert wird der Elberadweg durch eine Vielzahl von Partnern, die gemeinsam zum Gelingen des Tages beitragen wollen. Nach dem großen Erfolg der Pyro Games im Sommer 2013 geht die Reihe in diesem Jahr weiter. Vier der deutschlandweit besten und preisgekrönten Feuerwerksexperten treten am 9. August diesen Jahres im Stadtpark Rote Horn in Magdeburg im Duell gegeneinander an. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm verzaubert das Publikum. Ein weiteres Highlight ist neben dem Feuerwerk eine Licht- und Lasershow. Der Elbe-Kanal verlost zusammen mit der A&O Pyro Games GmbH 3x2 Freikarten für dieses Event. Wenn Sie bei den Pyro Games 2014 dabei sein möchten, dann rufen Sie jetzt unter der Telefonnummer 03928 4057770 an und mit ein bisschen Glück sind Sie am 9. August einer der Besucher des großen Feuerwerksspektakels in Magdeburg. Sie haben unsere Veranstaltungstipps gesehen. Zahlreiche Events warten auf Sie mit Freikarten, die Sie hier bei uns im Elbe-Kanal gewinnen können. Dazu einfach anrufen, uns das Stichwort nennen, für welche Veranstaltung es die Freikarten sein sollen. Und mit ein bisschen Glück sind Sie dann einer der Gewinner, welche wir Ende Monat April bekannt geben. Natürlich fehlt noch das Wetter für das kommende Wochenende. Ich hatte es schon angedeutet, hier und da ein paar Regentropfen, bewölkter Himmel, Temperaturen unterhalb der 20 Grad. All das ist mit dabei. Doch welches Wetter an welchem Tag hier in Schönebeck bei uns vorherrscht, sehen Sie immer in der Wettervorschau. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Die Woche ist geschafft und das Wochenende ist in greifbarer Nähe. Mit leichtem Regen am Samstag und einem wolkenbedeckten Himmel am Sonntag, aber auch am Montag. Das Thermometer wird maximal 14 Grad erreichen. So beginnt der Samstag mit dem nassen Wetter. In den Mittagsstunden liegen die Werte bei 13 Grad, zum Abend steigt die Temperatur noch ganz leicht auf 14 Grad an. Zur Nacht hin sinken die Temperaturen wieder auf kühle 7 Grad.
Der Sonntag beginnt ähnlich wie der Samstag, jedoch sinkt das Regenrisiko im Laufe des Tages. Bei Maximalwerten um die 12 Grad wird auch dieser Tag nicht besonders angenehm. Zur Nacht hin sinken die Temperaturen auf 4 Grad herunter. Neue Woche, neues Glück. Doch erst einmal geht es mit ähnlichem Wetter weiter wie am Wochenende. Am Montagmittag liegen die Werte bei 10 Grad, zum Abend hin steigen diese um 1 Grad auf 11 Grad an. Auch am Himmel zeigen sich hier und da einige Wolken bzw. der Himmel wird bedeckt sein. Es bleibt also weiterhin zu hoffen, dass das Frühlingswetter wiederkommt und uns etwas Sonne beschert. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Und somit endet auch wieder ein Regionalmagazin am Freitag, dem 21. März 2014. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen und Einschalten. Ein Hinweis in eigener Sache, es ist wieder Freitag und somit Zeit für Alphabeats, unserem Musikmagazin, produziert hier aus dem Studio 7 der Elbe Medienproduktion GmbH. Jeweils Freitag und Samstag ab 22 Uhr hier auf dem Elbe-Kanal, als auch im Internet, im Medienportal, als Livestream oder auf der Handy-App zu sehen. Lokale DJs, welche sich hier bei uns im Studio präsentieren. Dazu lade ich auch alle Zuschauer recht herzlich ein. Ansonsten Ihnen ein angenehmes Wochenende. Bis Montagabend. Machen Sie es gut. Ihr Christian Kolbe.